Ja, ich glaube, wir sind fantastisch ins Spiel gekommen, haben mit einem Traumtor das 1-0 gemacht. Insgesamt hätte ich mir gewünscht, dass wir in der ersten Halbzeit ein bisschen ballsicherer sind, haben wir doch Laudern des Öfteren eingeladen, wollten natürlich schon rauskombinieren, waren aber dann schon ein bisschen fahrig in gewissen Situationen, wo wir zu viele Ballverluste hatten und darüber hinaus natürlich dann auch zu viele Ecken bekommen haben. Und darüber hinaus natürlich dann auch das Gegentor bekommen haben. Das war so die Phase in der ersten Halbzeit, was mir nicht so gefallen hat. Ich glaube, dass es relativ ausgeglichen war, auch verdient dann das 1-1 in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir uns natürlich vorgenommen, ich sag mal, die paar Dinge besser zu machen. Laudern hat eine Top-Chance gehabt, in Führung zu gehen. Und danach, glaube ich, waren es dann schon wir, die den Vorteil hatten mit drei Großchancen. Zum Schluss nochmal die Chance, also wo du dann wirklich sagen kannst, zum Schluss musste das Ding eigentlich knacken, musste das Tor machen. Letztendlich sind wir natürlich zufrieden mit dem 1-1 hier auf dem Betzenberg vor 36.000 Zuschauer einen Unentschieden geholt zu haben und auch die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind. Dankeschön. Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, wir haben, finde ich, eine sehr gute erste Halbzeit gesehen. Wir waren mutig, haben versucht, nach vorne zu spielen, haben es oft geschafft bis zum 16er. Leider war dann so der letzte Pass oder auch der Abschluss dann zu ungenau oder eben nicht effektiv genug. Was Effektivität heißt, hat uns dann Waldhof gezeigt. Flanke, Kopfball, Tor. Dann bin ich froh, dass wir mal endlich mal mit einem Eckball einen Ausgleich erzielt haben durch einen Standard. Das ist uns dieses Jahr noch nicht gelungen. Heute war es soweit. Dann gehst du in die Pause, dann bist du die zweite Hälfte, finde ich, die ersten 10, 12 Minuten etwas besser. Hast die Großchance, der dann ganz knapp am Pfosten vorbeigeht und ja, warum geht so ein Ding nicht rein? Ich wünsche mir es so sehr, aber es hat nicht sollen sein. Dann Kühlwetter nochmal, aber da war er zu nah vom Tor. Und dann haben wir leider in der 66. und 67. Minute den Faden verloren. Waldhof ist dann stärker geworden, hat man auch gesehen, warum sie jetzt 27, 28 Spiele in Folge nicht verloren haben. Ich will jetzt nicht lügen. Schon eine große Qualität gezeigt und da hatten wir sicherlich Glück, dass wir da nicht dann in Rückstand geraten. Am Schluss hinten raus hatten wir nochmal ein, zwei Dinge, wo dann Skalatidis, glaube ich, wenn er da Piggy besser durchsteckt, kann vielleicht auch was draus werden. Letztendlich müssen wir mit dem 1-1 leben. Ist ein gerechtes Ergebnis. Und muss noch ein Wort an unsere Fans richten, die heute eine fantastische Stimmung gemacht haben, eine überragende Choreo gezeigt haben. Hatte mehrmals Gänsehaut. Es war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre und jetzt hoffe ich, dass jetzt alles friedlich bleibt und hier nichts mehr passiert. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt ist Zeit für Verletzung von Valmir Soleimani sagen. Ja, es ist eine, auf jeden Fall eine Bandgeschichte. Wie weit und wie schwerwiegend sie dann ist, werden wir morgen dann sehen, wenn er dann ins Kernspin kommt und in die Tomografie und dann gerönt. Also kriegt eine Röntgenaufnahme noch zusätzlich und dann werden wir sehen, was er wirklich hat. Ich hoffe, dass es nichts Schwerwiegendes ist. Toller Spieler, den wir natürlich brauchen. Aber Kevin Coffin hat ihn sehr gut auch ersetzt, muss man sagen, in dem Spiel. Gibt es noch weitere Fragen? Gelobt die überragende Choreo, Gänsehaut, die überragende Atmosphäre, stimme ich dir absolut zu. Aber der zweite Teil der Choreografie mit dem Banner Waldhof verrecke, ist das in so einem Spiel angebracht von den Fans? Muss man da auch nicht vor als Verein? Ich sag mal, so eine Choreografie wird ja genehmigt. Und ist das im Vorfeld richtig, sowas zuzulassen? Also ich glaube, da bin ich komplett der falsche Ansprechpartner. Die Choreografie Waldhof verrecke, ich glaube, dass das natürlich nicht im Sinne des Menschenverstandes ist, ist auch klar. Dieses Derby bringt es halt so mit sich, ob da der Verein einschreiten kann oder die Fans. Ich glaube, da bin ich komplett falsch.